Ja. Ich weiß nicht. Ich hab das Wasser. Ja. Sehr guten Antritt und viel Schub, das zweite, dritte verlängern, schwanken. Schritt sicher im Takt, fleißig mit genügend Raumgriff. Die Anlehnung sicher durch das Genick, Stellung und Biegung waren auf beiden Händen sicher, gerade auf der Mittellinie. Erster Halt und Fußaufstellung waren sicher, im zweiten Halt leichte Unruhe, williges Anziehen. Gut. Ganz gut. Ich film mir aber gerade, warte. Das ist so. Thank you.
Denkleistung. Da macht man es jetzt so. Von hinten nach vorne. Ja, die Zeit haben wir noch. Der Durchschnitt der Prüfung von 7 gestatteten Hengsten war 8,34 in der Endnote. Interieur Durchschnitt 8,69, fahren 7,93, ziehen 8,51. Auch ein sehr hohes, gutes Noteniveau. Auf dem 7. Platz Morpheus, dreijähriger Sohn des Maitans, vorgestellt von Wolfgang Walter. Endnote 7,43, Interieur 7,75, Fahren 7,63, Ziehen 6,65. Besitzer ist der Zuchthof Frank in Hessen. Auf Platz 6 der Hengst von Baden, der uns gehört, Sohn des Vulkan aus der Zucht und im Besitz der Familie Finsterwald.
Endnote 7,93. Interieur 8,43, Fahren 7,88, Ziehen 7,3, Endnote wie gesagt 7,93, auch hierzu mein Glückwunsch und das ist natürlich eine bestandene Prüfung. Fortschreitung 1 und wird auch künftig den Titel Leistungsrings tragen. Genau. Dann auf dem 5. Platz ein Hengst namens Moritz, von Maximus abstammend. Mutter von Merlin aus der Zucht von Bert Karmroth aus Thüringen. Endnote 8,16. Interieur 8,54. Fahren 7,63. Ziehen 8,5. 5. Platz. Dann auf dem 4. Platz unser letztjähriger Führungssieger Rodewald, Sohn des Rammstein aus der Zucht von Mansuet Rissler im Besitz des Hauptmanngestüts, Endnote 8,39, Interieur 8,68, Fahren 7,75, Ziehen 9,0, 4. Platz. Auf dem 3. Platz, Ventor, Sohn des Vinto, auch dreijährig. Den haben wir letztes Jahr bei der Führung nicht gesehen. Mal sehen, ob es dieses Jahr noch was wird. Der die Prüfung abgeschlossen hat mit 8,46, Interieur 8,89, Fahren 7,75, Ziehen 9,0 aus der Zucht der Familie Platter, und das ist auch nicht angeschlossen. Aber. Dann haben wir auf dem 2. Platz auch einen Dreijährigen mit der Endnote 8,53. Interieur 8,79, Fahren 7,88, Ziehen 9,2 und das war der Hengst Backstein, gezogen bei der Zuchtgemeinschaft Müller-Escher und im Besitz des Hauptmanngestüts. Auch hierzu Gratulation und auch dieser Hengst wird wie Rodewald und von Baden den Titel Leichtgangshengst auf Lebenszeit fahren dürfen. Bei diesem Hengst war vor allen Dingen die Zugmanier am Schlitten beeindruckend. Dann haben wir noch einen. Ja, alle haben mitgezählt, wer fehlt. Das war unser schwerster Hengst heute der Prüfung. Ohne van der Dore Plaas, ein belgisches Kalblot von Senateur im Besitz der Familie Pritzi. Vorgestellt auch von Robert Pritzi. Erster Platz, 9,5 die Erntennote. Interieur 9,79, Fahren 9,0, Ziehen 9,9. Ja, also ich habe ein Video gemacht, extra. Ich glaube, es ist ein gutes Lehrvideo, wie es aussehen soll. Wer jetzt die Schlittenprüfung noch so ein bisschen im Kopf hat. Tempo war ein ruhiges, angegangenes Tempo. Er hat es gleichmäßig eingeteilt. Der Herr Doth bzw. der Abel und ich haben uns überlegt, was braucht er für eine Zeit. Ich habe so mit 12:30 spekuliert, er war knapp drunter. Aber er hat es immer gleichmäßig gemacht, vom ersten Schritt an bis zum Schluss. Souverän, kann man nur sagen. Und er hat für die Arbeitswilligkeit am Schlitten die 10,0 bekommen. Für die Nervenstärke im Schwachholz die 10,0, für die Fahranlage für den Fremdfahrer 10,0, für die Rückenmanier 10,0 und für die Zugmanier 10,0. Wer es nicht gesehen hat, wird es kaum glauben können, aber es war so. Ich darf mich bedanken bei den Richtern für die zwei Prüfungstage, Bettina. Der Rainer Doth, der Abel Unmüßig, Erika Krämer und der Klaus Tritschler. Morgen gibt es eine weitere Prüfung, allerdings nicht im Ziehen und Fahren, sondern im Reiten in Urspring. Und am Donnerstag sehen wir uns dann in St. Mergen. Die Prüfung beginnt um 30 Uhr. Und die Meldestelle ist ab 7:30 Uhr.